Und wieder voll konzentriert bin ich hier. Und ich weiß wieder nicht wohin. Nein, jetzt kommen die Bullen oder was? Oh oh. Oh Mann, die Cops kommen in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. Ah. Ja, egal. Ab nach unten. Dick abschneiden. Wow. Mach den Eingang. Mach den Bahnsteig dicht. Nein, 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 nein. Ja, und jetzt? Wann soll ich denn jetzt? Hier gibt es keinen Weg. Ah, ach, lol. Leute. Ich bin so dämlich manchmal. Die Kopf schneiden dir den Weg ab, mach die Kopf bereit. Ich hab schon wieder. Warum habe ich die ganze Zeit Zeitlupe? Ich aktiviere das gar nicht. Bewegung, Bewegung. Ah, die Waffe ist leer. Und rennen wir mal. Mach dich da hoch. Schneller, schneller. So, ich denke mal, ich bin hier wieder in Sicherheit. Oh, das war wieder knapp. Und kommen wir da hoch? Ja. Und schwing. Ich bin so froh, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe. Was? Außer Betrieb? Das ist doch nur eine Tür, Mann. Auf jeden Fall ist da oben ein Weg. Wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle, könnte ich... Ja. So wie bei den anderen. Richtig. Ach, Mann. Und nochmal. Leute. Okay, letzter Versuch. So, und jetzt hüpfst du darüber? Geht doch. Ein Knopf. Der wofür gut? Ach, da unten. Alles klar. So. Jetzt müssen wir nach links. Was? Oh! Hab ich mich gerade erschrocken. Oh. Kannst du vergessen? Oh mein Gott. Wieso habe ich das gerade überlebt? So eine kurze Zeit. Okay, nochmal. Ha, diesmal nicht. Los, los, los! So. Auf jeden Fall muss ich da hoch. Komm schon. Was mache ich denn? Geht er da hoch? Also wie ihr sehen, schon was zur Hölle. Wie ihr schon sehen könnt, bin ich so mega gut in diesem Spiel. Und diesmal mit Anlauf. So. Wie
Wie soll ich jetzt zur Hölle? Geht die Tür jetzt auf? Nee. Komm ich hier oben durch? Ja, das ist jetzt wieder so ein Teil, wo ich schon wieder absolut keine Peinung habe, wie ich das machen soll. Ich soll hier irgendwie darüber. Aber hier gibt's null Wege. Okay, ich gehe nochmal zurück. Hä? Komm ich nicht von hier? Aber ich bin gerade so voll verwirrt, Leute. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich so sagen soll. Ich vertraue der ganzen Sache gerade nicht. Gemischt. Warum zeigt er mir, dass ich da hoch soll? Okay, nochmal hoch. Okay, ich hab dich wieder. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Hinter den Dingern sind meistens Wartungsschächte. Soll ich jetzt da durchkrabbeln oder was? Ach du Kacke, ich glaube, soll ich da durch. Okay, nee. Wie soll ich denn die ausschalten? Gibt's hier schon wieder irgendwo ein Knöpfchen, was ich nicht sehen tue? Wie zum Beispiel das da drüben? Ha! Dieses Mal nicht. So. Was, nimm den Zug? Soll ich jetzt auf den Zug springen? Oh yeah! Wow! Wow! Das war knapp! Okay, das tat weh. Nein! Oh. Okay, jetzt hier. Mit einem Sprung, komm, den nehmen wir. Den haben wir noch erwischt. So, hoffen wir mal, das schaffen wir jetzt. Wie soll ich denn? Er hat mir doch gerade gesagt, ich soll auf den anderen Zug springen, oder? Wie soll ich denn da rüberkommen? Wir nehmen den nächsten Zug. Ich glaube, ich nehme den nächsten Zug mit mehr Anlauf. Ich bin ja schon wieder so meisterhaft in diesem Spiel. Jetzt hab ich's. Au! Jetzt muss ich auch noch springen. Oh.
Hindernisparcours. Oh. Ei, ei, ei. Au, 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 was soll ich denn machen? Au! Wollt ihr mich verarschen? Hinter dir kommt ein Zug, also nichts wie raus da. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Uff. Gut, Kleine, wirklich gut. Und wenn du noch mehr Ärger kriegst, kannst du Elde raushelfen. Sie hat in der Nähe ein Dorf. So. Exit. Oh, wunderschön. Oh, Kapitel wird geladen. So schön. Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Mark sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Mirk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz? Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Faith. Vorsicht. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hatte einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperrung. So. Wir haben das nächste Kapitel geschafft. Dann mache ich hier einen kleinen Cut. Und ich denke mal, in der nächsten Folge dürfen wir uns schon wieder mit den Bullen da unten rumschlagen, aber das werden wir ja sehen. Dann ein kurzer Blick in die Aussicht und dann bis zum nächsten Mal.